Was? Wer bist du denn? Ich bin der Gerrit. Ich bin auf der Durchreise. Schluss mit Klamüsern. Klamüsern. Das ist so geil. Jetzt hört ihr nämlich auch mal die ganzen Sprüche, die so ablassen. Das finde ich eigentlich ganz lustig, dass das jetzt mal hier so ein bisschen eskaliert. Ah, die Spinnen kann man nicht K.O. schlagen. Schade. Oh, komisch. Letztes Mal hat mich der Feuerelementar nicht gesehen. Jetzt hat er mich direkt gespottet. Ein bisschen komisch ist das manchmal. Hatte ich hier eigentlich... Nee, hatte ich noch nicht, genau. Ja. Ihr merkt schon, das ist für mich hier nur so ein bisschen so ein Pflichtprogramm. Das Level muss man halt machen, man muss dadurch. Ich finde das Level echt nicht so schön. Gebe ich offen zu. Ist nicht mein Lieblingslevel. Alles andere als das. Lass mal das seiernde Vieh da mal durchlaufen. Dann gehen die auch noch so langsam, diese Insekten, ey. Das ist ganz schlimm. Die mag ich gar nicht, die Viecher. Jetzt kommen die anderen nämlich schon zurück da. Verbuggt haben sie sich ein bisschen. Ja, aber der Weg, den ich jetzt gegangen bin, der war in etwa schon relativ gut. Also ihr habt das gesehen. Da sind nur dann halt... Oh nein, jetzt haben die sich da verbuggt. Jetzt einen Feuerpfeil haben oder einen Gaspfeil, das wäre natürlich Bombe. Dann wären die alle down, die da stehen, ne? Oder eine Gasmine. Komm, ich spring jetzt da rüber. Gerrit hat natürlich da mal wieder Energie verloren dabei. Bei der Nummer. Das feige Menschenfleisch, genau. Menschenfleisch. Huch! Tauchen die noch immer noch so... Der hat mich nicht gesehen. Habt ihr es gemerkt? So ein Blindfisch, ey. Da hinten ist eine Frucht, die möchte ich gerne essen. Huch! Schluss mit Klamüsern. Jetzt holen wir uns hier. Genau, so hatte ich das ja auch gemacht schon mal. Jetzt hier rein und dann da hoch. Und mit etwas Glück, ja genau, hier lag noch eine Frucht und die hatte mir dann so richtig viel Leben zurückgegeben, genau. Die hat es dann fast aufgefüllt. Und die laufen mir alle hinterher, ich kann das an diesen schlurfenden Geräuschen, kann ich das hören. Oh nein, die Spinne hat mir den Weg versperrt. Ich glaube, ich muss da ganz anders laufen eigentlich. Oh Gott, jetzt verlaufe ich mich, jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Ein Menschenfleisch. Ah, schön. Oh, nicht da lang. Nein, nicht da lang. Ah. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Ja, jetzt sterbe ich schon. Nein. Ah. Ah, schnell. Frucht. Oh, Gott. Da geht's auch raus. Da geht's auch raus. Sehr gut. Und ich habe volle Energie. Wie ich das gemacht habe, weiß ich selber nicht. Das ging einfach alles viel zu schnell. Hops. Lass mich durch. Da lang. Oh, nein. Oh, habt ihr es gesehen? Ich habe nur seine Schwertspitze berührt und habe schon einen Schaden gekriegt. Wie unfair das ist. Oh Gott, da hinten sind wieder welche. Aber ich habe eine Idee. Muss mich getäuscht haben. Gut, dass hier dieser... dieses merkwürdige Universum ist. So, jetzt müssen wir warten, bis die sich da beruhigt haben. Boah, ich hatte volle Energie. Für eine ganz kurze Zeit. Für eine ganz kurze Zeit habe ich volle Energie. Oh, oh. Sieht er mich? Kann der mich sehen hier? Ich bin doch außerhalb seines Sichtfeldes. Ups. Das sind sogar zwei. Dammit. Moment, ich hab keine... Oh, shit. Ja, na super. Warum kann man denn da oben keinen Seilpfeil ranschießen? Warte mal, ich hab eine Idee. Ich werde doch hier wohl wieder rauskommen, oder nicht?
Geh doch mal weg jetzt hier. Nein, nicht hier runter gucken. Nicht hier runter gucken. Das ist schlecht. Die Schritte werden jetzt aber leiser, oder? Ist immer noch die Spinne da irgendwo. Beruhigt euch doch mal. Hallo? Kann ich hier noch ein bisschen an den Rand? Okay, da kommt einer wieder. Mal schnell gucken. Das sieht aber jetzt ganz gut aus. Checken wir mal die Lage aus. Hat er mich gesehen? Oh Mann, ich raste aus. Oh nein, shit. Oh nein. Nein, 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 schieb. Boah. Oh, fuck. Mann, ey, ich tick hier aus. Ihr geht mir auf den Senkel. Wie viele sind denn das hier, ey? Das kann doch nicht sein. Mann, da hast du ja wirklich nur eine Chance, wenn du wirklich getimed da durchläufst. Wie hat er das denn gemacht? Also, ich habe mir den Speedrun angeguckt. Ich weiß leider nicht mehr von wem. Da hat er das in weniger als einer Minute durchgerockt, das Level. Aber das sah auch aus, als wenn der das Timing kennt, wie die Gegner laufen und so. Der ist dann immer im richtigen Moment auch gesprungen und so. Das habe ich natürlich nicht drauf. Ich versuche das ja hier auf gut Glück, ja. Ich bin ja kein Experte. Ich habe das ja nur einmal bisher durchgespielt, das Spiel. Und das war vor 13 Jahren. Insofern... Ja. Pff. Ich komm jetzt... Ich gehe da jetzt einfach los. Oh! Ah! Könnt ihr euch bitte mal alle ein bisschen beruhigen? Ich habe das Gefühl, die sind irgendwie so ein bisschen verbuggt. Weil da rechts komme ich gar nicht durch. Ich könnte... Wo ist er denn nun? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja. Ich könnte höchstens links lang, dann rechts und dann den langen Weg nochmal versuchen. Und hoffen, dass die mir nicht den Weg in dem schmalen Gang abschneiden. Wo das Fass da stand. Oh Gott. Ihr Ratten, ihr Hässlichen. Geht doch einfach mal alle weg. Kämpfst du, Feigling? Nö. Fällt aus wegen ist nicht. Oh, das sind sie schon wieder, ey. Nicht hier hinkommen. Putzt euch mal die Nase, ey. Hochziehen ist nicht gesund. Da laufen sie wieder normal weiter jetzt. Wiiu. So. Die Gunst der Stunde. So. Jetzt gehen wir aber mal hier in die Ecke. Und diese Fackel, habe ich Wasserpfeile? Nein, ich habe keine Wasserpfeile. Stimmt, die habe ich in der Runde vorher habe ich die gesammelt. Die Wasserpfeile. Ich bleibe jetzt einfach mal hier. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Das ist einer. Ah, die gehen da rum. Okay. Uah. Ja, humpel mal hier hin, komm. So. Lauf mal halt vorbei. Oh Gott. Oh Gott. Lauf. Ach nein. Ja. Ich versuche das jetzt einfach nochmal so. Es ist ja nicht unmöglich, ja? Es geht ja, es funktioniert ja. Ich hab's ja schon fast, ich war schon fast draußen gewesen. Um Haaresbreite habe ich ja den Erfolg und den Triumph nur verpasst gerade. Das lässt sich doch sicherlich wiederholen, würde ich sagen. Ja. Gerrit, du bist auch irgendwie so ein bisschen
Selbstmord gefährdet. Springt er einfach so im hohen Bogen da runter? Richtig, es ist keiner zu Hause. Ihr ekligen, hässlichen Rattenviecher, Menschen. Und dieses Vieh ist mir am unsympathischsten von allen. Aber den kann ich jetzt eigentlich mal... So, das Vieh ist schon mal platt. Die kommen mir jetzt hinterher, ne? Geld. Wasserpfeil. Spinne. Hat mich noch nicht gesehen. Wasserpfeil. Hua. Hua. Jo, ich hab dich gefunden. Shit, ich komm da nicht hoch. War hier nicht eine Frucht? Genau. Boah. Er war auch noch eine Frucht, genau. Und hier ist Geld. Das nehmen wir mal direkt so mit. Wieso? Wer bist du denn? Was? Wer bist du denn? Oh nein, hier war ja ein Sackgasse. Ah. Moment, hier hin und dann links, ne? Genau. Boah, Mann. Gerrit, bleib jetzt nicht irgendwo hängen, bitte. Das halte ich für ein massives Gerücht. So. Das lief doch gut schon wieder. Fast wieder voller Energie. Spider-Man! Ah. Oh Gott! Überall Spinnen und anderes Gewürm. Ach du Scheiße! Halt das Geld. So viel Zeit muss sein. Nein, hier gehen wir nicht hin. Hier gehen wir nicht hin. Definitiv nicht. Oh fuck! Frucht! Frucht, Frucht, Frucht. Ah! Lauf, 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 Gerrit. Der Feuerelementar hat uns nicht gesehen. Ah! Oh! Nicht da rein, nicht da rein. Nein! Lass mich durch! Lass mich durch! Lass mich... Oh Gott. Oh, zum Glück seid ihr inkompetent. Ich bin dem über die Klinge gehüpft. Kacke! Oh! Schnell nach links. Oh, Mann. Habe ich keinen Feuerpfeil? Nein, habe ich nicht. Schnell hier runter nochmal. Ja, duck dich, genau. Mann, Mann, Mann. So. Bis hierhin haben wir es schon mal geschafft. Was haben wir denn jetzt alles hier? Ich finde dich. Ich finde dich. Hier kommen sie eh nicht runter. Mein Sohn. Mein Sohn. Menschenfleisch kriecht darum. Ach ja. Moospfeile 2. Da könnten wir schon mal über den Metallboden kommen damit. Lärmpfeile 3. Hab ein Menschenfleisch gesehen. Pass auf. 4 Wasserpfeile, das ist gut. Kann ich dich nicht von hier unten plätten? Nee, klar, wenn du da rumläufst, dann schon mal gar nicht. Schade, dass ich nicht geistig gegenwärtig genug war und die Feuerpfeile eingesteckt habe. Menschenfleisch kriecht darum. Das wäre jetzt echt vorteilhaft. Dann könnte ich nämlich erst einfach wegsprengen, Jungs. Putzt euch mal echt die Nase ein bisschen. Ja, wach. Ich wittere Seltsames. Ja, bei dem Auswurf, den du hast aus deiner Nase, kein Wunder. Nun beruhigt euch. Ja, sie beruhigen sich. Sie laufen wieder. Tick, 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 tick. Ja, wenn sie sich nicht beruhigen, laufen sie... Wenn sie sich nicht beruhigt haben, dann laufen sie eher so... Tick, tick, tick. Wenn sie sich beruhigen, laufen sie... Tick, 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 tick. Dann humpeln sie durch die Gegend. Irgendeiner sucht da noch. Okay, der haut auch ab. Da hat mich ja wieder mal einiges verfolgt. So. Das Blöde ist, ich glaube, den ihre Schritte, weil da macht das auch keinen Unterschied, ob die auf Metall laufen oder nicht. Hat er mich gesehen? Nein, hat er nicht. Perfekt. So, Moment. Erstmal machen wir hier dunkel. Ab hier würde ich sagen, kann ich wieder ein bisschen vorsichtiger spielen. Das macht Sinn. Es ergibt Sinn, meine ich natürlich. Weil
So, hier machen wir mal einen Moospfeil hin. Und dann, wenn der Typ hier wieder vorbeikommt, dann knüppeln wir den. Und schleppen den hier in die Ecke. Und dann haben wir nämlich da hinten dann erstmal Ruhe. Kommt da eigentlich auch noch einer hoch, ist die Frage. Ja, aber das ist jetzt sozusagen jetzt eigentlich ja schon die Hälfte, habt ihr ja gesehen, ne? Also das ist, da unten, da ist halt so ein riesiges Labyrinth aus Bäumen und Gestrüpp und Spinnen und Rattenmenschen und Feuerelementaren, alle hässlichen Gegner, die man sich so vorstellen kann, sind da unten, ja. Und man hat halt nichts, man hat das bisschen Energie da am Anfang. Ah ja, da kommt einer tatsächlich. Und, oh. Nicht doch. Goddammit, ey. Kommt in dem Moment natürlich der andere, ey. Das gibt es nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist kein Tor mehr da. So, jetzt hat er seinen Kollegen gefunden, der auf der Erde liegt. Ja. Gott, dieses Nasenschniefen, ey. Das ist so eklig. Naja, das ist wieder so ein Geduldsspiel hier. Ihr merkt das schon. Ich meine, wie gesagt, man kann da auch komplett durchraschen. Das ist halt nur so ein Ding. Ja, das ist halt... Das ist halt nur so eine Sache. Das ist halt ein echtes Glücksspiel dann. Und ich glaube, dieser Typ, der diesen Speedrun gemacht hat, der hat das bestimmt auch mehrfach versuchen müssen, bevor er da wirklich die perfekten Lücken gefunden hat, um da durchzuspringen, an den Gegnern vorbei, links, rechts, über die Klingen drüber, über die Spinnen... Und das dann auch noch unter einer Minute zu schaffen. Bei mir wird das natürlich nicht so filigran sein, ja. Also ihr müsst dann halt jetzt ein bisschen Geduld mit mir haben. Aber ich möchte dieses Level, es heißt Flucht, ja. Das heißt nicht, such in irgendeiner Ecke rum und chill in der Ecke und bleib im Schatten. Das heißt Flucht, das Level, ja. Das heißt, das nehmen wir natürlich wörtlich. Sieh mich nicht. Danke. So. Ah, da kommt er zurück. Und jetzt müsste er über die Leiche drüber gehen, ohne dass es ihm was ausmacht. Oh. Ha! Schön. So gefällt mir das. So gefällt ihr mir. So. Das, die Rattenmenschen, die sind nämlich ziemlich schnell auch mit dem Schwert. Die, haben da einiges drauf. Und da muss man echt aufpassen. So, gut, aber ich habe es jetzt halbwegs. Diese Fackel da hinten, die machen wir mal auch noch aus. Den untersten Zipfel noch getroffen. Lohnt es sich hier noch einen Moospfeil reinzuschießen? Ja, würde ich sagen. Weil ich da schon wieder eine Spinne höre und ich habe keine Lust, dass die mich jetzt verfolgt. Ich höre auch schon wieder einen Rattenmenschen hier. Wandeln höre ich ihn. Puh. Oh Gott. Mann, das eine Fitzelchen Metall hat mich wieder verraten, ey. Kann einfach nicht sein. Da war doch... Ach, da... Ach, naja, gut, okay. Das ist irgendwie das eine Fitzelchen, was halt nicht mit Moos bedeckt war. Da ist der Gerrit natürlich dann direkt draufgetreten. Weil Gerrit ist so ein Pro, ja. Der tritt einfach mal auf Metall und denkt, ja, das macht uns nichts aus. Oh Gott, der kommt hier lang. Es sind ja drei, die hier lang kommen dann. Ist ja krass. Aber jetzt haben wir dann auf jeden Fall auch drei geplättet an der Stelle. Das ist fies, weil wenn man dann hier das erste Mal natürlich spielt, denkt man, da kommt nur einer oder da kommen nur zwei. Ja, dann geht man weiter und dann stellt man fest, ach scheiße, da kommen ja drei. Und läuft dann einen von denen automatisch in die Arme. Das ist fies, echt. Also, die Entwickler in diesem Spiel, glaube ich, damals, die haben da echt noch so ihre sadistischen Fantasien ausleben können. Das hat denen, glaube ich, richtig Spaß gemacht, die Spieler da in den Wahnsinn zu treiben. An solchen Stellen. So, aber jetzt müsste hier eigentlich freie Bahn sein. Und... Ja.
falls mich nicht alles täuscht, geht's dann hier auch schon nach oben. Boah, diese Geräusche in Konstantins Haus sind auch ziemlich abgefahren. Frucht. Wunderbar. So, hier bin ich schön im Schatten. Ja, jetzt gibt's halt die zwei Möglichkeiten. Entweder ich laufe jetzt da nach links um die Ecke und durch den Haupteingang raus. Oder ich gehe nach oben zu diesem einen Fenster. Da ist nämlich das eine Fenster, wo wir auch beim ersten Mal in Konstantins Haus reingekommen sind. Klettere da raus und dann habe ich es auch geschafft. Ich meine, wir haben es gesehen, der Haupteingang ist natürlich extrem bewacht und wenn ich da an einer Ecke hängen bleibe irgendwie, dann war es das direkt. Ja. Ich habe nur jetzt das Problem, ich habe keine Breitkopfpfeile. Das ist halt ein massives Problem und ich habe auch keine Moospfeile mehr und ihr wisst ja, der Boden hier in dem Haus, der ist so richtig schön marmorig. Und ich höre etwas, was mir nicht gefällt. Ja, genau, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Oh. Kommst du hier lang? Nee, lol, der hat sich da verbuggt. Ja, aber das ist jetzt blöd. Weil ich muss an dem vorbei oder ich muss hier nach rechts gehen. Also es gibt hier in diesem Haus noch andere Gegner, die auch sehr hässlich sind. Und zwar so kleine Frösche, die habt ihr ja schon gesehen. So als ich da rumgelaufen bin, beim Haupteingang. Die explodieren, wenn die einen sehen. Die springen auf einen zu und explodieren. Und die sind richtig hässlich, die Viecher. Also wirklich, die sind ultra widerlich. Ich weiß gar nicht, ist hier einer von denen? Nix. Ist hier einer von denen? Wir sind nicht. Ich laufe jetzt einfach hier durch. Kommt man hier rein? Ja. Oh, mach doch die Tür zu, Gerrit. Frucht. Jetzt haben wir schon... Oh, oh. Haben wir schon zwei Früchte. Ich mache jetzt Folgendes einfach. Wenn ich irgendwie getroffen werde... Oh nein, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Gott. Verdammte Scheiße, ey. Wieso laufe ich denn hier auch immer in diese scheiß Sackgasse rein? Ich laufe immer in diese dumme Sackgasse. Ich könnte ausrasten, ey. Ach, Mann. Warum? Ich darf nicht diese erste Tür nehmen. Ich muss die andere Tür nehmen, die danach kommt. Nicht die erste Tür. Ich laufe immer in diese Sackgasse rein. Ach, ist das ärgerlich jetzt schon wieder. Ich hab's ja fast gehabt wieder. Mann. Ach, Mann. So ist das immer mit mir. Ich laufe immer in die Sackgassen rein. Immer. Weil ich mich so freue, dass ich da direkt rauskomme. Aber nee, ich muss da doch noch weiterlaufen nach links. Shit. Shit. Boah, wenn das jetzt daneben gegangen wäre, hätte ich mich wieder so aufgeregt.